Willkommen zurück in der wundervollen Welt von Nerim. Und schon wieder fange ich das neue Video mit der gleichen Betonung an. Ja, oh Gott, ja, ich liebe Nerim. Wir machen weiter, das ist die erste Aufnahme, wie ich eigentlich letztens schon erwähnt habe. Ja, ich nehme jetzt zum ersten Mal auf, während ich bereits schon arbeiten gehe. 3 Wochen ist die letzte Aufnahme her. Ich habe jetzt noch Zeit gefunden. Kleine Info vorneweg. Gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon sehen, wie lang dieses Video ist. Ich habe mich dazu entschlossen, ab dieser Aufnahme die Folgen 15 bis 20 Minuten lang zu machen. Also ich werde ab jetzt so die 20-Minuten-Marke anpeilen und nicht mehr so wie vorher die 30-Minuten-Marke. Vorher waren Folgen immer so 25 bis 35 Minuten lang und ab jetzt peile ich eher so 15 bis maximal 25 Minuten an. Weil das wird mir einfach erlauben, viel regelmäßiger die Videos rauszubringen und ich denke, das ist für uns alle einfach die bessere Wahl. Weil ich bringe einfach lieber öfter ein bisschen was an Content raus, anstatt wirklich lange euch im Dunkeln sitzen zu lassen. Wobei ich manchmal echt keine andere Wahl hatte. Weil ich einfach die Folgen davor bis jetzt immer so lang gemacht habe. Und ich habe ja letztens das Schneiden der Nerim Folge 33, habe ich gestreamt. Das werde ich vielleicht noch auf dem Channel hochstellen, nach ein bisschen Rumgeschnippel daran. Das will ich nicht unbedingt genau so draufstellen. Und ja, also wie gesagt, und das war nicht so... Ja, es kostet sehr viel Zeit. Genau, das wollte ich sagen. Nicht, das war nicht so irgendwas, sondern es kostet sehr viel Zeit. Oh, Jesus, eine Spinne. Ha! Die mich... Gott, Gott, ist das Schaden? Oh Gott. Geh du bloß weg. Irgendjemand von euch hat auch letztens gemeint, na, Stone... Ich verfluche 180 EP. Stone, ich verfluche die Person, die dir beigebracht hat, Hit and Run zu machen. Wobei man sagen muss, dass diese Person mir das nicht beigebracht hat, weil ich ja eigentlich schon von Anfang an Hit and Run gemacht habe. Was zur Hölle? Oh, warte kurz, ich muss gerade mal gucken, ob ich überhaupt meine riesige Zweihandaxt auf irgendeinem Hotkey habe. Nein, aber jetzt. So, genau, was wollte ich sagen? Das Hit and Run habe ich ja eigentlich schon vorher gemacht, aber nur relativ kurz und seitdem mir der Tipp gegeben wurde, mache ich das jetzt schon öfter. Aber die Person, die mir gesagt hat, ich solle mal aufhören, so viel Hit and Run zu machen, gerade eben habt ihr gesehen, meine Lebenspunkte. Ich wurde nur 2 oder 3 Mal getroffen und Gott hat das wehgetan. Falschauges Versteck, eigentlich bin ich gerade eben nur ungefähr in die Richtung losgelaufen, aber wir wollten ja als nächstes hier gesucht. Die nächste Quest von dem Kopfgeldjägerbrett machen, das hier machen und dann direkt wieder runter nach Steinfeld laufen, weil dann haben wir 2 Quests zum Abgeben. Nämlich einmal, dass wir für die Frau Boddenbrook die Räuber vertrieben haben und einmal das Brettchen. So, dann wollen wir mal hoffen, dass dieser Falschauge nicht so schwer ist wie die Spinne da draußen. Und es ist wieder verdammt finster. Die Faust sieht ein klein wenig komisch aus. Vielleicht sollte ich für den Fall doch mal die... Stahlstreitaxt ausrüsten. Und eventuell das Schild abrüsten. Jetzt habe ich aber nicht mehr den kompletten Rotten- und Meisterbonus! Jesus! Dreckige Sildona! Aber ich muss sagen, dafür, dass es eine Einhandaxt ist, haut die ganz schön gut rein. Wundervoll, wieder fellüberzogene Sachen. Wir können ja so gut wie gar nichts mehr tragen. Deswegen wollte ich auch wieder zurück zur Madame Boddenbrook. Schön hinter dem Felsen verstecken. Nur für den Fall, dass das hier doch mal ein Magier sein sollte. Moment, wie viel Schaden kann ich ablocken, wenn ich mit der Waffe blocke? Schlag mich nochmal. Ja. Irgendwie mit normalen Schlägen kriege ich fast genauso viel Schaden.
So, aber Hit and Run ist eigentlich immer eine ganz gute Methode, hier durchzukommen. So viel Leben, wie ich sonst verliere, ist das vielleicht auch die bessere Wahl. Aber gut, so kann ich einerseits wieder Wiederherstellung trainieren. Wieder. Achso, an die Leute von euch, die sich gerade wundern, warum ich gerade eben, oh Gott, gesagt habe. Da, warum solltet ihr euch nicht darüber wundern? Ich bitte euch, ihr wollt auch immer alles sofort wissen. Bitte, hoffentlich. Niemand interessiert sich für mich. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, ich bin gerade total verwundert, weil ich das Game mit gerade flüssigen 60 Frames pro Sekunde zocke. Es läuft so unglaublich flüssig, das ist der Wahnsinn. Stumpfes Claymore. 90 Münzen wert kann sonst nicht... Oh yes! Teleportrune, nice. Besser geht's nicht. Dann können wir nämlich hier gerade dann zur Burg Steinfeld... Achso, mein Plan ist jetzt nämlich, dass wir die Quest hier machen, den Typen killen für das Brett, beide Quests abgeben gehen und dann mit der Teleportrune uns zurück zum Sanktum teleportieren. Da haben wir ja nochmal zwei Quests, die wir vorantreiben können. Eine kleine Sache, die ich auch jetzt gleich mal ansprechen kann, ist, ich glaube, ich habe das letzte Folge, Anfang der letzten Aufnahme auch schon gesagt, aber ich habe die letzte Aufnahme vergessen, meine Nerim-Notizen hier offen zu haben. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte auf jeden Fall sagen, danke an Tiber Octum dafür, dass er mich daran erinnert hat, dass alle 7 Stufen man einen neuen Magierrang erreicht, also mit Stufe 14 kriegen wir dementsprechend unseren nächsten. Ich glaube, ich habe mich bedankt, aber das letzte Mal, also Anfang der letzten Aufnahme, habe ich nicht mehr gewusst, an wen ich mich da genau bedanken wollte, an wen ich mich da richten wollte. Damit sei dies erledigt. Und wenn wir uns zum Sanktum teleportiert haben, um die Quests abzugeben, wäre eine weitere Idee, dass wir dann dort ein bisschen erkunden gehen, denn... Ein paar Leute haben mir das gesagt, vor allem auch Spielkanal, dass ich die Berge im Norden vom Sanktum erkunden gehen soll. Dass da angeblich ein paar Berge sind und dass der Loot da sehr interessant ist. Hier scheint nichts zu sein, außer diese eine kleine lootbare Kiste. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Und noch ein Skelett, aber das hat nichts. Oh, was haben wir hier? Nichts. Gut. Spielkanal hat mir auf jeden Fall, jetzt habe ich die Orientierung verloren, den Tipp gegeben, dass wir da mal gucken könnten, ein bisschen erkunden gehen könnten und dann sehen wir weiter. Dass es dort auf jeden Fall lohnenswert mal vorbeizuschauen wäre. Und wenn wir im Sanktum sind, so viele Sachen, die wir alle in einem Wisch erledigen können. Springen! Sanaa! Es kann nicht wahr sein! Yes! Ich war gerade draußen! Goddammit! Gut, wir brauchen irgendeinen anderen Ausgang. Dass wir dort gleich mal ein paar Zauber kaufen könnten. Es gibt ja schon wieder ist gerade keine Musik im Game, das verunsichert mich immer so derbe. Oh, yes! Komm schon! Nein! Okay, ich glaube, ich spule hier einfach mal vor an dieser Stelle. Ach, hier war ein Ausgang. Na, geht doch! Sogar ganz ohne Vorspulen. So, genau, Zauber sollte ich mir kaufen. Also wollte ich mir sowieso. Und zwar wurde mir da gesagt, den Zauber Frostnova sollte ich kaufen. Jetzt habe ich schon insgesamt irgendwie in 3 Aufnahmen über 4 Folgen oder 5 Folgen erstreckt immer wieder gesagt, dass ich auf jeden Fall Frostnova kaufen will. Auf jeden Fall Frostnova. Oh, hier sind Fallen. Hier, du, Monster. Komm mal her, ich möchte dich anschießen. Ach so, Monster in diesem Spiel haben ja keine Fallen ausgelöst, glaube ich. Gerade eben da.
Yes, getroffen! Zack und Disbosette! Oh, gedießt! Gedießt! Ach ja, da kommt wieder mein Oblivion-Feeling auf. Ich liebe es! Oh nein, Product Placement! Nein, aber... Ja, mein Oblivion-Let's Play, mein guter alter Bogenschütze. Das waren noch Zeiten. Aber es hat doch funktioniert, dann war meine Annahme falsch. Freut mich natürlich umso mehr. Gut, dass wir hier so langsam vorangehen, sonst hätte ich wahrscheinlich komplett übersehen, dass hier noch eine Falle ist. Und ja, ich laufe gerade. Das ist normales Gehen. Gott, Zeitlupe. Und das ist Laufen. Alles extrem langsam. Ja. Ich will, dass sich unser Charakter aneignet, mit schweren Rüstungen rumzulaufen, aber er tut sich einfach so wahnsinnig schwerfällig. So, das da drüben sieht schon mal ganz nach einem Endraum aus. Ich hoffe mal, dass der liebe Schnitzer nicht gleich von irgendwelchen Kumpanen... ...von irgendwelchen anderen Söldnern begleitet wird. Einfach mal auf gut Glück. Vielleicht kommen wir hier durch die Stacheln. Ja. Oh yeah. Oh, bin ich gut. So, komm mal her. Du kennst den Weg wahrscheinlich besser aus deinem eigenen Wirrwarr raus als ich. Was zur Hölle ist hier gerade los? Haust du auf mich ein oder ist da irgendein Tier, gegen das du gerade kämpfst? Ja, ich höre ein Tier. Ich glaube, ich habe den Typen angeschossen und da hat in der Nähe nur irgendein Monster gesehen und dachte, das Monster hätte ihn angegriffen. Also mir soll's recht sein. Aktivieren wir mal kurz die Falle. Ich bin selbst gerade ein bisschen neugierig. Was macht ihr da? Sollte das hier irgendwie so ein Rätsel-Dungeon... Oh, da ist er. Ah, ich schon fast tot. Boom. Oh. Zwei Waffen, das ist cool. Ich will auch mit zwei Waffen kämpfen. Ah, das war die falsche Taste. Moment. Gedießt mit einem Frostzauber. Der hat aber viel Schaden gemacht mit seinen zwei Waffen. Zwei Wachen wäre noch unangenehmer. Falschauge ist dahin. Ich sollte die Anschlagtafel aufsuchen. Puh, also am liebsten würde ich jetzt auch zwei Waffen tragen können. Gier und Ehre. Ein weiteres Buch nehmen wir mal mit dafür, dass wir es verkaufen. Was haben wir hier? Intelligenz und Veränderung. Intelligenz ist sehr nett. Veränderung brauchen wir jetzt nicht so großartig. Aber ich glaube, wir hatten hier schon wirklich ein Amulett, was wahnsinnig gut war. Genau, das war Frost- und Feuerschutz und insgesamt 10% Schutzschild auf sich selbst. Das muss man mal bedenken. 10% haben wir weniger Schaden bekommen, insgesamt 17% weniger Schaden. Und er hat mit seinen zwei Waffen uns... Ah, das war ein Parierschwert. Mit seinen zwei Waffen uns so derbe eingeheizt. Und alles nur, weil ich mal für euch wieder ein bisschen mit anderen Waffen kämpfen wollte. Mit allein dem Frostzauber wäre es besser gelaufen. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieser Typ eigentlich fast erledigt war, fast tot war von seinen Lebenspunkten her. Was für ein Wirrwarr. Weil ich hier irgendein Monster? Irgendeine Spinne oder... Oder vielleicht Kobolde? Ich konnte das Geräusch von dem aufschreienden Monster nicht ganz genau zuordnen. Aber irgendwas war hier, was den Typen fast erledigt hat. Was ich extrem geil finde. Dann haben wir quasi hier einen Köder gelegt. Ja, sind Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ah, Kreuzspinne. So Leute, ich kämpfe auf abwechslungsreicher. Ich hoffe, das ist okay für euch. Auch wenn ich immer noch Hit and Run mache im Prinzip.
Ich dachte mir schon, dass hier Spinnen sein werden, sobald ich den ersten Spinnenkokon gesehen habe. Aber in diesem Fall war es ein Kobold. Und eine Spinne, ah! Da sehen wir mal, was dem armen Typen hier so Probleme bereitet hat, was ihn fast erledigt hat. Kurz eine Runde in die Mitte, ich bin nämlich neugierig, ob er vielleicht hier irgendetwas Brauchbares hat liegen lassen. Genau, oder zum Beispiel eine Truhe. Oh, 15 Kohle, nice! Damit können wir endlich wieder ein bisschen Eisenerz schmelzen. Knochenmehl, Goldbarren, oh yes! Yes! Geil, gut, dass wir hier nochmal vorbeigelaufen sind. Diese Goldbarren, ihr habt ja gesehen, 350 Münzen, diese Dinger sind wahnsinnig viel wert. Nochmal kurz umgucken, ob ich tatsächlich auch hier nichts verpasse oder übersehe. In der einen Ruine, in der ich vor 10 Folgen war oder so, wurde mir ja auch mal gesagt, na Stone, du hast im Feuer ein Nerim-Zeichen übersehen. Also mal ganz im Ernst, im Feuer ein Nerim-Zeichen? Wer guckt denn so genau hin? Ich bin einem Let's Play, ich muss euch schnell neuen Content liefern. Ich kann nicht Ewigkeiten im Kreis rumlaufen, um irgendein Nerim-Zeichen zu finden. Ich hasse schon Kreuzspinnen. Ich hasse schon Spinnen an sich. Und Kreuzspinnen sind dann nochmal eine Ecke schlimmer. Allein schon wegen ihrem wundervollen Ruf. Was heißt während? Warum habe ich während gesagt? Das macht keinen Sinn, Stone. Ich weiß, warum redest du mit dir selbst? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist hier immer so eine ganz lustige Wechselwirkung, wenn ich tatsächlich Hit and Run mache. Weil es gibt die einen von euch, die sagen, oh mein Gott, Hit and Run, Stone, wie langweilig. Damit wird jeder Kampf um eine ganze Ecke einfacher. Ist ja total boring. Wundert euch übrigens nicht, falls ich ab und zu hier ganz ruhig werde, weil ich will hören, ob irgendwelche Kampfmusik antönt. Und ja, da gibt's die einen Leute, die sagen, Gott, ist das langweilig, wenn du die ganze Zeit nur hin und zurück rennst. Und dann gibt's aber wieder die anderen, die sagen, oh mein Gott, Stone, du hast keinen Skill, du musst Hit and Run anwenden. Ha. Kein Nerim-Zeichen. Das ist doch schon mal verdächtig. Was haben wir da? Runenverzierte Eisenkriegsaxt. Lohnt sich eigentlich so gut wie gar nicht. Leinen können wir gerade noch so mitnehmen. Wir haben bis auf einen Würfel haben wir eigentlich alles hier voll in unserem Inventar. Kein Nerim-Zeichen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Weil bisher in jedem Dungeon, wo wir waren, gab es im Normalfall ein Nerim-Zeichen. Jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich werdet ihr mir wieder in den Kommentaren schreiben, Stone, genau da war eins. Vielleicht wieder im Feuer? Nein. Wo könnte hier noch eins sein? Oh, ich weiß wo. Genau.